Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten ran und wir fahren fort mit Let's Play Paper Mario, die Legende von Eon. Jetzt ist mir doch ein bisschen warm. So, bin frisch vom Einkaufen zurück. Ich habe das perfekte Zeitfenster abgepasst. Das war kurz sonnig, das müsste nicht sein, aber jetzt regnet es wieder. Also von dem her, supi. Jetzt bin ich versorgt mit Essen, habe aber 300 Sachen vergessen, die ich eigentlich auch noch holen wollte, aber. Naja, morgen muss ich sowieso arbeiten. Von dem her kann ich das auch nach der Arbeit mir gönnen. Ich muss unbedingt. Ey, ein Kraftpunsch. Yay. Ja, Stoppuhr. Tschüss. So. Nein, nein, nicht nochmal aufheben. Mario, nicht nochmal aufheben. Da haben wir einen. Kirk. Mal sagen, Bad um. Ah, jetzt haben wir so einen Patzken dabei. Wie machen wir denn das jetzt? Na, den können wir natürlich mit einem Sprung gut umnieten. Na komm, machen wir den doch erstmal platt. Dann können wir weiter. Sehr schön. Ja. Greift uns halt der andere Typ ein. Was willst du machen? Das wäre natürlich optimal da mit dem BP. 5 Verteidigung aber noch zu viel Schaden. Ist halt super. Ich bin immer noch gut gelaunt. Ich habe ein paar richtig geile Schnäppchen gefunden. Bingo! Nice. Wir haben so viele Buchus in der, im Auditorium. Sehr schön. So, ja. Leute, wir müssen uns auch Sorgen machen wegen unserem BP. Ja, 25 ist halt schon ein guter Amount an BP, die man haben kann. Und unsere KP sind auf 18 runter. Das ist eigentlich auch noch 20. Ich werde das einsammeln, ob du willst oder nicht, Kumpel. Und ich glaube, dafür wechseln wir direkt schon mal auf Gumbrina. Wobei, wenn die auch noch mit Kirks rumrandalieren. Wobei, da kann Gumbrina die platt machen. Passt schon. So. Das lässt dir erstmal bleiben, Kollege. Sehr schön, sehr schön. ich weiß nicht. Es hat einfach was, wenn man sie einfach so schnell erledigen kann. Ja, DPS at heart. Das kann man sagen. Dragoon Main. Dragoon ist auch immer meine einzige Klasse, die ich spiele. Ich will mir überlegen, am Ende von Dawn Trail, wenn ich dann fertig bin. Ja, ich habe noch nicht wieder abonniert, weil. Jetzt komme ich nicht so viel dazu. Wobei, ich würde nicht schon gerne das Event. Na, mal gucken. Ja. Vielleicht hole ich mir ein Disciple of Land oder Hand oder so. Mal gucken. Mal gucken. Ein Powerblock. Ja, das ist natürlich auch ganz praktisch, aber. Ich finde es so schade um die Items. Ich will die jetzt eigentlich nicht wegwerfen. Kraftpunsch, tschüss. Ja, natürlich könnte ich auch Mario einen Kraftpunsch geben und dann richtig abgehen, aber. Das würde meinen Größenwahn nur noch stärken. Und das. Wollen wir. So, im Endeffekt nicht. So. Vielleicht wollt ihr das. Ich weiß es ja nicht, ich kann mich ja nicht in den Kopf sehen. Ich kann nur eure Kommentare lesen. Power. So. Ja, die anderen, also die anderen Hammerattacken, die ich eigentlich nicht so. Tja. Ich glaube, wir holen uns ein paar OP. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nice. Ich glaube, jetzt haben wir wieder drei OP. Ah, ein herrlicher Sternsplitter. Da war er. Da war er versteckt, der Sternsplitter. So.
Ja gut, der ist natürlich auch ganz praktisch. Gucken mal nach Typ. Also Orkansprung. Ja, sind es halt so Orden, die habe ich einmal benutzt und die haben mir nicht gefallen. Deswegen sind sie halt nur. Mit Doppelgriff, KP Plus können wir uns reingönnen. Ja. Aber wir können da nicht noch ein BP Plus anlegen, falls ihr da denken, das könnte uns helfen. Ausweicher. Verteidiger. Verteidiger ist natürlich ganz praktisch, wenn man halt nicht ausweicht. Komm, Frau, tu mir nix Glück gehabt. Herzilein. Blumensägen. Ey, wir könnten noch ein KP-Segen. Nee. Blumenregen. Rabatt. Kuckuck. Das ist ja kostet halt 7. Ja. Daneben. Ah! Seit wann habe ich den denn angelegt? Der kostet ein BP. Ja. Darf ich mal sagen, was ziehen wir an? Den Blumenregen oder den Blumensegen? Da können wir doch irgendwie. Irgendwas Billiges. Charge. Mann, hier wird doch ein Wörschler, warum nicht? So. Ja, schön haben wir da jetzt. Gucken wir nochmal schnell auf die Karte. Ey! Wir haben alles eingesammelt auf dem Mond, das heißt, wir müssen jetzt nicht nochmal zurückrennen. Und ob wir da den Kirk noch mitnehmen? Eigentlich müssen wir schon. Aha. Sehr schön, sind gerade zwei Gegner. Passt. Ich bin momentan sehr, sehr zufrieden mit unserer Ausrüstung. Und das liegt nicht daran, dass wir jetzt gefühlt jeden Gegner one-shoppen können. Also jeden normalen Gegner hier. Tja, Aurelius wird einfach in zwei Runden platt sein. Aber die geben doch nur 6 Sternpunkte. Passt. Das sind 6%. So. Super. Nice. Ja, den Freundschaftskampf gegen Dark Toads, da will ich unbedingt machen. Also das könnt ihr. Könnt ihr schon mal drauf freuen. So, ja. Jetzt gehen wir da gucken, was wir denn hier so Schönes haben. Ziemlich mysteriöser Laden. Mario, wir sollten besser vorsichtig sein. Ja, dann muss natürlich wieder. Also ich habe hohe Erwartungen an die Musik jetzt, ne? Aber die Musik hier drin ist halt legendary. Schön. Halt! Freund oder Feind? Aber das ist doch Mario! Und das heißt, unverzüglich eliminieren! Ah! Ich liebe diese Kampfmusik für die quasi Mini-Bosses. Die ist so gut. Technik? Scan. Ein Elite-Soldat. Aha, das hat die schwarze Bekleidung und die rote Brille. Das ist ein Elite-Soldat. Elite-Soldaten sind besonders starke Kruzionen. Max KP 10, Angriffskraft 5, Verteidigung 1. Elite-Soldaten attackieren dich oder putschen sich mit Chemikalien auf. Jedenfalls sind sie gefährlich und du solltest sie kräftig vermöbeln. Tja. Ich glaube, ein Sprung reicht. Sick. Putscht der sich auf oder greift an? Ja, jetzt wird er sich natürlich ganz schön blöd. Nice.
Sternpunkte für Lau. Ah, mit solchen Angriffen können wir natürlich. Rückzug! Mario, wenn diese Kerle hier sind, dann bedeutet das. Genau, Prinzessin Peach muss ganz in der Nähe sein. Und dann ist das Shiny Wheel auch nicht weit. Und wir werden es finden. Sehr schön, die Kreationen. Hakyu. Ja, nicht schlecht. Ist ein bisschen anders, natürlich, aber. Oh, das sieht jetzt Sigdilan aus. Aber es ist nicht schlecht. Ich glaube, hier werden wir auch nur die ganz toughen Typen hier treffen. Aber die haben wir ja schon gescannt. Sehr schön, sehr schön. Also ich bin ja fast dazu geneigt, ganz kurz den Nostalgieorden anzulegen, dass wir uns das nochmal. Hat ein bisschen mehr Bass, oder? Nice. Aber wir spielen das jetzt mit der neuen Mucke. Ja, die ist eher Party, die hat nicht so viel Bass. Ja. Oho, ein Liftschlüssel blau. Setzt einen Aufzug im Kruzionen-HQ in Betrieb. Jetzt muss ich aber langsam die guten Items wegschmeißen, wenn das so weitergeht. Ja, der Powerblock halt ist jetzt nicht so useful. Tja, dafür schmeiße ich gerne den Powerblock weg. Tschüss. Ja, wir sind halt so gut, dass wir keine Items brauchen. Das ist halt natürlich auch schlecht. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, hier hat es nicht so viele Sternsplitter. Aber wir können ja trotzdem mal so uns gut umschauen. Aufzug bitte mit passenden Schlüsseln aktivieren. Fahrziel auswählen. Ja, gehen wir doch erst ins Uki-1. Oh, die Tür macht nicht dieses wie früher. Das war cool. Nee, das muss schon machen, dass es moderner klingt. Oh. Schade. Bin ich nicht ganz gelandet. Ja, aber wir machen erstmal den da hinten platt. Mit einem gezielten Sprung. Und dann die zwei kleinen Fische da. Multisprung werde ich jetzt nicht Multisprung machen können. Ja, komm, passt. Oh. Ich dachte, wir würden jetzt ein bisschen mehr BP verbrauchen, aber hey. Auch in Ordnung. Ja, also ihr seht, die sind so schwach. Die Elite-Typen da, die geben noch was her. Sehr schön, sehr schön. So, was haben wir denn hinter der Tür? Ich glaube, da warten Orden auf uns. Oh, und ein Sternsplitter. Zwei Orden sogar. Ach, zwei. So. Zahnrad zur Zeitenreparatur. Ich komme zurück. Ja gut, dann gehen wir doch weiter und gucken, ob wir nicht dieses Zahnrad finden können. Das wird wahr. Und das. Ich mag, dass die Reflexionen uns quasi von hinten abspiegeln. Leute, das wird mir jetzt aus. So. Ah! Mich. Also jetzt greift er trotzdem an. Oh. Hat er jetzt 5 gegeben?
Ah, wahrscheinlich, weil sie zu viert gewesen sind. Geben die Gegner meistens ein paar Sternpunkte mehr her. Also die schwieriger ist, wenn man ganz viele Gegner kämpfen muss. Ja gut, komm. Locker flockig eingecasht. Aber ich weiß... Oh! Ein Red Drop. Da kommen wir auch noch nicht weiter, oder? Bitte Passwort eingeben. Das ist irgendwie 2, 6, 8, 4, irgendwie sowas. Ja, ja, passt. Falsches Passwort. Jetzt soll eigentlich voll der Alarm losgehen, ja? Man sieht, das ist super gesichert. Falsches Passwort, instant. Dirt, dirt, dirt. Schön. Oh, das war jetzt nicht ein Speicherblock. Hm, Sachen gibt's. Lass. Oh. Oh. Ich will den scannen. Den Forscher, der mit seinen Fläschchen um sich wirft. Die ist es ein Feuer. Das ist ein Forscher. Er arbeitet an den Entwicklungen der Kruzionen. Max KP 9, Angriffskraft 4, Fighter-Typ 0. Er wirft mit Chemikalien. Dadurch kannst du auch kleiner werden oder Feuer fangen. Forscher haben auch Mittel, um sich zu schützen oder ihre KP aufzufüllen. Wirklich widerliche Gegner. Besiege sie schnell, bevor es Probleme gibt. Wir sind doch alle im STEM. Wir dürfen uns nicht gegenseitig anfeinden, Marina. Aber wahrscheinlich ist das so ein unethischer Chemieforscher. Tja. Gut, Feuer habe ich nicht gefangen. Wirklich widerliche Gegner, naja. Ich meine, die Flüssigkeit ist ja schon schlimm genug, aber die ganzen Splitter und die ganzen Scherben? Heieiei. Ich musste ja in meinem Biostudium einige Chemiepraktika machen. Und einige meine ich zwei. Gut, eins musste ich nicht machen, aber hat sich ergeben. Na, oh, jetzt hör doch bitte auf, mit deinen Flaschen rumzuschmeißen. So. Dass sich das eigentlich ganz gut lohnt, das zu machen. Und dann habe ich das gemacht. Und ja, es gibt halt einige Sachen, wenn die kaputt gehen. Okay, ja gut, gibt es wie Sand am Meer. Aber es gibt einige sehr spezielle Gläser. Die sind sauteuer und wenn die kaputt gehen, dann kriegt man Ärger. Und man soll ja halt vorsichtig sein. Was haben wir denn da? Vortragsabend Kräutertees im Alltag. Um rege Teilnahme wird gebeten. Kräutertees. Da. Muss mein Zimmer aufräumen. Morgen wichtiger Termin. Werden mich jetzt ausruhen. Also das ist die ganzen Forscher. Vor Verlassen des Labors Sicherheitscheck nicht vergessen. Seht ihr, was ich damit drücke? Nö. Ist leider außer Betrieb. Schade. Können wir uns nicht noch einen größeren Bart wachsen lassen? Naja, de la vie. Gut, da haben wir jetzt nichts Besonderes gefunden, aber es gibt noch mehr Räume. Ah, an der Wand. Eins, zwei. Okay, sehr gut, wir haben es geschafft. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ein Gelee Royal drin. Eine Schlüsselkarte. Diamant erhalten. Erforderlich für das Öffnen einer Tür im Hausquartier der Kaution. Oh. Ich glaube, da ist wirklich ein Gelee Royal drin. Ja gut. Ein Schäfchen? Jungs, was soll ich denn mit einem Schäfchen? Eieiei. Stimmt. Dann waren da Superpilze und dann war das Schäfchen.
Ja, gut. Moment, vielleicht gibt es hier noch was. Nagarine? Nö, und hier drin? Ja, nicht nur der Gegner, ne? Hier ist auch nichts. Ja, gut. Ich würde aber sagen, Leute, das war's dann für heute. Beim nächsten Mal werden wir das Kruzionen-Hauptquartier weiter erforschen. Mal gucken, was wir so noch so finden. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken und bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.